Ach ja, noch etwas. Von den Käfern können übrigens nur maximal 5 gleichzeitig draußen sein. Man kann sie also quasi keine unendlich große Armee von den Viechern züchten. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen, aber kennt das ja, ein Lager ist leider nicht so schnell aufgebaut. Vor allem nicht, wenn man Rohstoffmangel hat. Ja. Ich schaue jetzt schon wieder den Ghouls beim Holzfällen zu. Das mache ich aber auch wirklich gerne. Ich bin da eigentlich ein ziemlich geduldiger Zeitgenosse, was so etwas angeht. Hier nach Norden geht's zu Saphirons Hort. Da werde ich auch bald irgendwann einmal angreifen, sobald ich mich stark genug fühle. Armeemäßig. Wenn die Ghoul-Raserei nicht so spät kommen würde. Ausbau abgeschlossen. Ja, und da kostet ja noch 150 Holz. Allerdings beschleunigt sie unseren Holzabbau. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Vorsicht. Jetzt werdet ihr leiden. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Frag mich jetzt, warum die die nicht sofort eingeschnürt haben. Mein Leben für Ner'zhul. So, wir haben Blut vergossen werden. Forschung abgeschlossen. Mein Schicksal ist das. Den baue ich jetzt auch noch mal. Forschung abgeschlossen. Immerhin können wir die Upgrades bis zur Tier 3 Stufe aufbauen. Und da wird's wieder Tag. Die rastlosen Toten warten. Mann, 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 kostet das alles wieder viel Holz. Die Beschwörung. Die kosten auch so viel Holz. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So. Beschwörung abgeschlossen, dann bauen wir es auch gleich mal aus. Forschung abgeschlossen. Ich diene nur den Frostthron.
Wenn ich zwei Monstrositäten habe, dann werde ich mal Saphiron einen kleinen Besuch abstatten. Meine Totenbeschwörer und die Käfer hier werden das Lager verteidigen. Die Fleischwägen werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen müssen. Mach nur mal schnell meinen fünften Käfer. Wir verlangen weiteres Holz. Vorsicht. Okay. Trifft sich ja nicht ganz gut, dass die jetzt nochmal angreifen. Das heißt, der nächste Angriff wird wieder ein bisschen dauern. So. Dann nehmen wir die jetzt mal alle mit. Endlich. Forschung abgeschlossen. Und gehen ein paar Drachen jagen. Endlich. Jetzt Frostmourne. Könnt ihr den nicht irgendwie noch einschnüren? Ah. Da habe ich schon die nächste Gruppe am Arsch. Frostmourne hat Hunger. Aber wozu können wir die eigenen Leute heilen? Endlich. Da haben wir eine Sobi-Maske. Endlich. Kommt auch gut. 50% mehr Mana-Regeneration für unseren Anubarak. Oh, sind schon ein paar größere Viecher dabei jetzt. Jetzt fliegt der Wild umher. Der haut ab. Forschung abgeschlossen. Jetzt werdet ihr leiden. Kriege ich den nochmal eingespinnt? Ja, sehr schön. Jetzt kann er nicht mehr weg. Ist mir auch noch nie passiert, dass der da einfach mal abhaut. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. So, und da sind wir schon bei Saphirons Hort. Ich bin Saphiron, der alte Diener des Zauberwirkers Maligos. Nennt mir euer Begehr. Leider haben wir keine Zeit zum Plaudern, großer Würm. Wir sind gekommen, um euch zu töten und die Artefakte zu stehlen, die ihr im Lauf der Jahrhunderte gesammelt habt. Ehrlichkeit. Wie herzerfrischend. Niemand fordert Saphiron heraus und überlebt. Das ist schon besser. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das überleben. Ich sollte mal einen im Fokus legen. Erstmal die beiden Ads kaputt machen. Beziehungsweise wenn die Ads wieder davonfliegen, hauen wir halt den Großen. Das ist schon besser. Ah, endlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Frostmourne hat Hunger. Beim Angriff vorne hat es uns ein paar Aaskäfer zerlegt, wie es aussieht. Endlich. Also ich meine, irgendwo im Lager haben sie glaube ich angegriffen und da sind ein paar Aaskäfer draufgegangen, sonst hätte Anubarak jetzt keine beschworen. Niemand erteilt mir Befehle. Ach, der lebt noch. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Wenigstens bleibt mir noch genügend Macht, dies zu tun. Sehr eindrucksvoll, aber ihr müsst mit euren Kräften haushalten, Todesritter. Vor uns liegt ein weiter Weg.
So, wir haben hier Saphiron. Was ist das diesmal? Einen ganz speziellen Untoten. Sprecht. Sprecht, Dummkopf. So, hier gibt's Gold, Holz und von jedem Folianten einen. Und Crown des Angriffs plus 9. Vorsicht. Die Zeit fliegt dahin. Die gebe ich aber besser mal Arthas. Sprecht, Dummkopf. Der kann dann für die Clown des Angriffs plus 3 haben. Der Arthas braucht das Zeug dringender. Endlich. Und wir haben jetzt einen super tollen Frostwurm, das Saphiron. Ich verforsche das hier nochmal, weil das betrifft ihn hier auch. Ja, er hat sogar Festhaut, immun gegen bestimmte Zauber damit, den Eisatem hat er auch. Also die typische Frostwurmfähigkeit, die man normalerweise erforschen müsste. Was ich allerdings auch nicht könnte, weil ich keinen Knochenhof bauen kann. Und Frostnova kann er. Sprecht, Dummkopf. So, und jetzt wo ich diesen ultra geilen Frostwurm habe, ist der Rest dieser Mission eigentlich kaum noch ein Problem. Sie noch mal angreifen. Ach, da drin gibt es eh nicht das, was ich erhofft habe. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das sind immer noch die ersten Aaskäfer. Ja. Vorsicht. Endlich. So, hier können wir jetzt ein neues Transportschiff bauen. Der Saphiron ist irgendwo übertrieben stark. Niemand erteilt mir Befehle. Irgendwie will das Boot nicht. Was quält dieses Land? Die Erdbeben haben eine Gletscherwand zum Einsturz gebracht und eine neue Wasserstraße freigelegt. Vielleicht gereicht das unserer Flotte zum Vorteil. Und ja, das können wir jetzt auch hier ausnutzen. Wir können hier jetzt diese Meerenge hier durchqueren. Und jetzt werde ich endlich mal das machen, was ich eigentlich schon am Anfang hätte tun können. Ich gehe nochmal auf meine Startinsel zurück und werde hier nochmal ein bisschen aufräumen, weil hier habe ich am Anfang einiges zurückgelassen. Hier sind zum Beispiel ein paar Eistrolle. Und da unten auch, aber die scheinen irgendwie gerade niemanden zu interessieren. Das ist jetzt übrigens schon ein besserer Käfer, den wir hier jetzt haben. Der hat schon ein bisschen mehr Leben und macht auch deutlich mehr Schaden. Kann ich allerdings jetzt nicht wirklich zeigen, ohne die ganze Gruppe hier abwählen zu müssen. Oh, da ist eine Heilsalbe. Und ein Ring des Schutzes plus 2. Komm, ich lasse das Horn der Wolken da zurück. Das Ding braucht eh keiner. Niemand erteilt mir Befehle. Die Zeit fliegt dahin. Das ist schon besser. Oh, ein paar Tuskwa. Und die haben Pinguine hier. Da oben sehe ich eine Goldmine mit einem Blutelfenlager.